Heute habe ich wieder die Neuerscheinungen für euch und zwar diesmal für den August und der Juli ist schon wieder rum. Wo ist das Jahr hin bisher? Ich kann es in jedem Neuerscheinungsvideo sage ich immer, wo ist das Jahr hin, aber es ist einfach krass, wie schnell dieses Jahr einfach umgeht und ja. Heute soll es die Neuerscheinungen für den August geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Für den August habe ich nicht ganz so viele Bücher rausgesucht, das sind insgesamt nur 6 Stück. Und das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist der zweite Teil von Das Reich der 7 Höfe und zwar heißt das, muss ich nur abspicken, Flammen und Finsternis. Und dieses Buch erscheint am 4.8. Ich habe den ersten Teil von Das Reich der 7 Höfe noch hier stehen. Ich will den schon seit über einer Woche anfangen zu lesen. Aber irgendwie kam jetzt die Woche jeden Tag ein Rezensionsexemplar und die haben bei mir nun mal immer Vorrang. Die Rezensionsexemplare, die lese ich immer sofort weg, wenn ich die kriege. Deswegen liegt Das Reich der 7 Höfe hier noch rum und warte drauf, gelesen zu werden. Auf jeden Fall kommt der zweite Teil am 4.8. raus für alle, die den ersten schon gelesen haben und diese Reihe weiterlesen möchten. Ich weiß, dass Sina sich auf jeden Fall schon auf dieses Buch freut und dieses Buch schon sehnlichst erwartet. Und ja, ich bin mal gespannt, wie dieses Buch ist und was die Geschichte mit sich bringt. Es soll ja eine Adaption auf Die Schöne und das Biest sein, so ein bisschen zumindest. Da scheiden sich ja auch so die Geister. Und ja, ich bin gespannt. Und der zweite Teil, wie gesagt, erscheint am 4.8. Nur, dass ihr es wisst. Zum Inhalt werde ich jetzt hier nichts sagen, sonst spoilere ich mich selbst. Und das möchte ich nicht. Dann habe ich mir noch ein Buch rausgesucht, was am 7. August erscheint. Und zwar heißt dieses Buch Mit jedem Wort von dir. Und ich fand, dieses Buch hat sich einfach von der Story her richtig gut angehört. Und deswegen habe ich es mal mit aufgeschrieben. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. Er hatte sie verloren. Nein, wenn er ehrlich war, war das nicht ganz richtig. Er hatte sie weggeworfen. Mia war Jensens beste Freundin gewesen und er hatte ihr das Herz gebrochen, weil er zu feige gewesen war. Jetzt ist Mia wieder in sein Leben getreten. Gemeinsam müssen sie an einem Projekt arbeiten und all seine Gefühle von damals sind zurück. Doch dieses Mal will er alles anders machen. Dieses Mal will er sie nicht wieder einfach gehen lassen. Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll von der Geschichte her und ja, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und ich bin gespannt. Dieses Buch erscheint am 7. August und ja, ich werde mal gucken, ob ich es vielleicht im August gleich mitlese. Muss ich mal schauen. Aber ich fand, es klang ganz, ganz gut und deswegen habe ich es mit aufgeschrieben. Das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint am 24. August und ist quasi so ein Spin-off zu Kai Meyers Die Seiten der Welt. Also es geht in diesem Buch auch um die Bibliomantik. Und zwar heißt es Die Spur der Bücher. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. London, eine Stadt im Bann der Bücher. Mercy Amberdale ist in Buchläden und Antiquariaten aufgewachsen. Sie kennt den Zauber der Geschichten und besitzt das Talent der Bibliomantik. Für reiche Sammler besorgt sie die kostbarsten Titel. Pirscht nachts durch Englands geheime Bibliotheken. Doch dann folgt sie der Spur der Bücher zum Schauplatz eines rätselhaften Mordes. Ein Buchhändler ist inmitten seines Ladens verbrannt, ohne dass ein Stück Papier zu Schaden gekommen ist. Mercy gerät in ein Netz aus magischen Intrigen und dunklen Familiengeheimnissen, bis die Suche nach der Wahrheit sie zur Wurzel aller Bibliomantik führt. Und ich finde, das klingt eigentlich ganz, ganz interessant. Also ich habe Die Seiten der Welt jetzt noch nicht gelesen, aber es gibt sicherlich einige Kai-Meyer-Fenster da draußen, deswegen habe ich es auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Ich möchte Die Seiten der Welt irgendwann mal noch lesen, aber wann? Wer weiß es schon, ihr kennt das ja mit dem Sub und so und naja, reden wir nicht weiter drüber. Ja, auf jeden Fall erscheint Die Spur der Bücher am 24. August und ich bin mal gespannt. Annika wird dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ich bin mal gespannt, was sie darüber berichten wird. Das nächste Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint am 25. August und heißt Die Perfekten. Und ich fand auch, dieses Buch hat sich einfach ganz, ganz toll angehört, denn es geht mal so wieder in Richtung Dystopie, Science Fiction so ein bisschen und ich mag sowas ja unheimlich gerne und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Mein Name ist Rain. Ich gehöre zu denen, die man Ghosts nennt. Mit meiner Mutter lebe ich außerhalb des Systems. Wir sind unsichtbar. Über uns allen thronen die Gesegneten. Sie gelten als perfekt. Aber das bin ich auch. Rain und ihre Mutter Storm sind auf ständiger Flucht vor den Gesegneten, einer perfekten Weiterentwicklung der Menschen, die das Land Hope regieren. Wie für alle Menschen, die aufgrund ihrer Gene in der perfekten Welt keinen Platz haben, ist die einzige Chance zu überleben, dass sie unsichtbar bleiben. Rain missachtet diese Regel und schließt Freundschaft mit dem jungen Lark. Doch gerade als sie beginnt, ihn in ihr Herz zu lassen, verrät er sie an die Soldaten der Gesegneten. Eigentlich wäre das ihr sicheres Todesurteil. Doch stattdessen erfährt Rain etwas Unglaubliches. Sie ist gar kein Ghost. Sie ist perfekt. Eine Gesegnete. Und ich finde, das klingt wirklich sehr, sehr interessant und ich mag solche Geschichten ja und deswegen habe ich mir Die Perfekten auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und wie gesagt, erscheint am 25. August und ja, mal gucken. Ich werde es sicherlich vielleicht irgendwann mal mitlesen. Ich würde jetzt gerne sagen, ich lese es im August, aber
Nein, ich muss Sub abbauen. Subabbau ist wichtig. Zwei Bücher habe ich noch und das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist von einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Ich liebe den Schreibstil dieser Autorin. Ich finde, sie schreibt wunderschöne Geschichten. Und zwar rede ich von dem neuen Buch von Bianca Iosivoni, was erscheint am, jetzt muss ich noch mal kurz abspicken, 27. August im Ravensburger Verlag. Und zwar ist das Soulmates, Flüstern des Lichts. Und ich finde, dieses Buch hat sich auch sehr, sehr interessant angehört. Deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Er sieht das Dunkle in ihrer Schönheit. Sie sieht das Schöne in seiner Dunkelheit. Zwei Seelen für immer verbunden. Doch im Kampf zwischen Licht und Schatten bedeutet ihre Liebe den Tod. Wer ist der attraktive Typ mit der düster, gefährlichen Ausstrahlung, der Rain abends auf der Straße vor einem Angreifer rettet? Wider Willen fühlt sich Rain zu dem undurchschaubaren Colt hingezogen und auch er sucht ihre Nähe, immer wieder, denn die beiden sind Seelenpartner. Doch die Licht- und Schattenwelt ist im Aufruhr und während Colt auf der Seite der Lichtseelen steht, weiß Rain nicht, zu wem sie gehört. Ja, ich finde, das hört sich so gut an. Es ist eine Dilogie, also es werden zwei Teile werden, diese Reihe. Und ich freue mich schon sehr, denn wie gesagt, ich liebe den Schreibstil von Bianca und ich mag ihre Art, Geschichten zu erzählen. Und deswegen möchte ich dieses Buch auf jeden Fall mitlesen. Und ja, freue mich, wenn Soulmates am 27. August erscheint. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus und ich werde total hell. Ich werde nachher beim Schneiden meine Freude haben, das sage ich euch. Ich sitze dann wieder da und reguliere stundenlang hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel, bis in etwa alles passt. Und dann hinterher stelle ich fest, verdammt, das passt doch nicht. Egal. Lassen wir es. Auf jeden Fall freue ich mich auf Soulmates und ja, ich mag ja die Bücher von Bianca total und ihr solltet sie euch auf jeden Fall angucken. Schaut euch auf jeden Fall der letzte erste Blick von Bianca Iosivoni an. Dieses Buch ist so gut. So gut. Es ist so witzig. Ich habe so gelacht bei der Geschichte. Und ja, lassen wir das. Auf jeden Fall erscheint Soulmates am 27. August und ich freue mich schon sehr und möchte dieses Buch auf jeden Fall mitlesen. Und das letzte Buch für dieses Video, was ich euch zeigen möchte, erscheint ebenfalls im Ravensburger Verlag und ebenfalls am 27. August. Das E-Book zu diesem Buch gibt es natürlich wie immer schon einen Monat vorher. Ne? Also das ist ja generell die Regel, dass E-Books meistens einen Monat vor den richtigen Büchern erscheinen, ich aber immer die Daten der richtigen Bücher raussuche. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, weil ich lieber richtige Bücher lese als E-Books. So viel dazu. Auf jeden Fall erscheint das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, am 27.8. auch und heißt Beautiful Liar. Und ich weiß nicht, in was für eine Richtung diese Geschichte geht, ob das jetzt so eher so Krimi-Richtung ist oder das so jetzt eher Science Fiction. Ich weiß es nicht, das hört man jetzt aus dem Klappentext nicht so ganz raus, aber ich fand auf jeden Fall, dass es sich sehr, sehr interessant angehört hat. Deswegen lese ich euch auch hier mal vor, worum es in Beautiful Liars geht. Je höher du steigst, desto tiefer wirst du fallen. Manhattan 2118. Im Penthouse des höchsten Wolkenkratzers der Welt feiern die Reichen und Schönen eine rauschende Party. Für fünf von ihnen wird nach dieser Nacht nichts mehr so sein wie zuvor. Die wunderschöne Avery, die intrigante Leda, die verführerische Iris, die verzweifelte Rylan und der ehrgeizige Watt. Einer von ihnen wird den Abend nicht überleben. Der süchtig machende Trilogieauftakt zu Catherine McGee's Beautiful Liars entführt in ein gefährliches Netz aus Liebe und Lügen. Klamouröser als Gossip Girl, herzzerreißender als Pretty Little Liars, tauche ein in die luxuriöse Welt der New Yorker Elite der Zukunft. Ich finde, ne, das klingt doch eigentlich ganz interessant. Und ich finde, für alle, die gerne Pretty Little Liars und Gossip Girl und was weiß ich nicht, was OC California und sowas gucken, für die sollte dieses Buch auf jeden Fall etwas sein. Und ich fand, das klang eigentlich auch ganz interessant, so mit Mord und Intrigen und muaha. Ja, bin gespannt. Deswegen habe ich dieses Buch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch gerade gar nicht. Das waren meine Neuerscheinungen für den August. Falls ihr noch Bücher kennt, die rauskommen im August, wo ihr sagt, die sollte ich mir auf jeden Fall mal mit angucken, schreibt sie wie immer unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich natürlich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.